So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Ramses der Dicke, eine neue Folge. Pokémon Go. Eine Infofolge. Eigentlich sollte ja Raider Mittwoch am Mittwoch stattfinden. Dann muss man es verschieben auf Donnerstag, dann auf Freitag, weil ja am Donnerstag der Community Raid stattfindet mit Summer Center, Jetzt verschiebt der sich aber auf Freitag. Das heißt, Raider Mittwoch am Donnerstag, am Freitag kommt am Samstag. Hä? Es wird weiterhin immer kompliziert werden, aber wenn News da sind, möchte ich die News halt immer dann am nächsten Tag gleich bringen. Und die anderen Sachen, ob ihr die nun Freitag oder Samstag seht, ist ja nicht so schlimm. Wer sich für das Format interessiert, der guckt es ja eh, egal an welchem Tag das kommt. Also den Community Rate mit Summer Sender werden wir am Donnerstag aber direkt frisch machen. Ich werde ihn aber dann erst am Freitag hochladen. Passt mir auch besser. Ich muss nämlich noch zu McDonald's den neuen Burger testen. Habe ich nicht so einen Stress, dass das bis 15 Uhr alles online kommt, sondern kann das dann nachmittags in Ruhe schneiden. Es ist sowieso alles durcheinander. Momentan ist ja das legendäre. Helden-Event gestartet, da seht ihr hier einen Artikel. Wir haben ein Infovideo gemacht zum legendären Helden-Event. Wir haben ein Infovideo gemacht zum nächsten Community-Day mit Strawickel. Wir haben ein Infovideo gemacht zur Gala-Expedition, was das Event ist nach dem legendären Helden-Event, also nach Sakyan Center Wir haben ein Video gemacht über die neuen Dönerkämpfe, die kommen werden dann Anfang Oktober. Ein Video zum Team-Beitrags-Item-Sharing habe ich nicht gemacht. Ich nutze die Funktion nicht, weil ich sie die ganze Zeit immer vergesse oder weil ich eh meistens alleine unterwegs bin. Wenn ihr das nutzt, das gab es ja trotzdem auch irgendwie schon länger. Jetzt steht das hier jetzt neu, obwohl es das doch schon irgendwie gab. Aber dann steht auch gleichzeitig drin, dass es das halt auch noch nicht für alle gibt. Also nur manche haben das und manche halt auch wieder nicht. Wovon das abhängig ist, das wissen sie selber nicht. Und deswegen habe ich einfach nichts dazu gemacht. Und jetzt ist schon wieder was Neues da, nämlich die TeamGo Rocket. Übernahme, Giovanni kehrt zurück. Reddit krypto Heatran während der Gala-Expedition. Übernahme. So, da muss ich jetzt hier runter. Also, das wird in dem Zeitraum, wo Samasenta dann auch da ist, wo auch die Kackvögel kommen, die shiny sein können, alles sein. Und eigentlich ist das ja schon cool. Samasenta, shiny, Gala-Vögel, shiny, da hat man was zu tun. Gleichzeitig wird es aber auch da eine Übernahme geben. Frustration verlernen. Giovanni ist wieder da mit einer neuen Forschung, hat ein neues Pokémon statt Krypto -Gresilia. könnt ihr hier dann also Krypto Heatran bekommen. Finde ich auf jeden Fall nützlicher, besser, cooler, stärker als Krypto -Gresilia. Ich werde versuchen, auch wieder natürlich ein Video zu machen, wie ich Krypto Heatran fange. Und dann merkt ihr euch natürlich mit Frustration, alles was Frustration hat, da zu verlernen mit lade wenn ihr eure Krypto-Pokémon gesammelt habt. Wann ist das ganze Ding jetzt aber? Team Go Rocket und Giovanni kehren zurück. reddit krypto Heatran während der Gala-Expedition Übernahme. Dienstag, 8. Oktober, 0 Uhr. Bis Freitag, 11. Oktober, 20 Uhr. Event Boni. Team Go Rocket erscheint häufiger bei Pokestops und in Ballons. Das seht ihr immer, die sitzen ja dann einfach überall rum. Früher war das selten, dass es mal so eine Übernahme gab. Jetzt kommen die doch recht häufig. Im August war, glaube ich, sogar schon noch die letzte. September war es ruhig und dann Oktober gleich wieder die nächste. Also, Aber so hat man auch wieder eine Forschung, wo man die Giovanni-Medaille pushen kann. Das muss ja auch irgendwann mal fertig werden. Ihr könnt eine LadetM einsetzen, damit ein Krypto-Pokémon die Ladetage Frustration verlernt. Was ich dabei nicht verstehe, die ganzen News-Seiten sagen immer: Macht euch einen Tag. Mit Frustration und tut jedes Pokémon, was Frustration besitzen haben tut, mit Frustration kennzeichnen. Und wenn dann so ein Event ist, geht auf euren Tag Frustration, dass alle getagten Pokémon ihr dann anwählt, dass die dann alle die Frustration verlernen. Warum? Du gibst doch einfach nur in deiner Pokémon-Suche add Frustration ein, weil add ist der Suchbegriff für Attacken. Und jedes Pokémon, was die Attacke Frustration hat, wird dir dann angezeigt. Und dann kannst du immer noch deine TM drauf anwenden. Wieso muss ich vorher jedes Pokémon einzeln markieren und mir suchen und machen und tun, wenn ich es doch mit dem Suchbegriff sowieso hab? Ich brauch's doch nicht mit dem Suchbegriff suchen, dann dafür einen Tag erstellen, über den Tag das aufrufen, wenn ich es über den Suchbegriff eh schon alles da habe, alle, die Frustration haben. Versteht ihr? Das verstehe ich immer nicht, was die da machen, aber das ist halt so, mache ich es halt so. Reddit Crypto Heatran. Zu Beginn des Events startet die Spezialforschung für diese Jahreszeit, schließt sie ab, um ein Super Rocket Radar zu erhalten und Giovanni aufzuspüren. Ihr könnt die Forschung bis zum Ende von Pokémon Go Döner Maximum, 3. Dezember 9.59 abholen. Also während der gesamten Jahreszeit läuft die, ist die drin, passt es ist immer wer die letzte Spezialforschung noch hat aus der letzten Season oder so und ist immer noch auf der ersten Seite und hat dort die Belohnungen nicht abgeholt, der könnte die jetzt abholen, um Heatrend zu bekommen. Da ist dann kein Cresilia drin, da ist Heatrend drin, auch wenn es die cresilia Forschung war und könnte danach die Heatrend Forschung anfangen, um ein zweites Heatrend zu haben oder er holt sich jetzt ein Heatrend mit der alten Forschung und bleibt bei der Heatran-Forschung auf der ersten Seite, holt keine Belohnungen ab, denn dann ist das Pokémon noch nicht fest, dann ist das egal. So könnt ihr aber immer eins abholen, aber eine Forschung mit in die nächste nehmen. Und wenn dann Kryptorai kommen, dann könnt ihr die alte und die neue nehmen und habt zweimal die Chance auf was Fettes. Ich, weil ich euch ja jedes Pokémon zeigen möchte, kann das natürlich nicht mehr aufsparen und mitnehmen. Ich muss in dem Moment, wo das da ist, das direkt lösen, damit ich das Pokémon... Machen kann, aber ich habe bei Krypto Griselia auch schon gesagt, holt euch nicht Krypto Griselia, nicht wie ich. Krypto Pokémon, natürlich wird es auch wieder neue Kryptos geben, auch die Rocket Bosse kriegen neue Pokémon. Hier steht, die setzen alle andere Pokémon ein, als wäre das noch nicht genug. Ich finde es immer schade, dass hier nicht direkt dabei steht, welche drei Pokémon dann bei den Bossen sind, weil das sind ja die, die natürlich dann direkt auch shiny sein können und wo man gezielter drauf gehen kann, weil wenn man weiß, ich habe jetzt ein Radar. Und jeder Alo, den ich mache, hat einen Tanel. Kann ich G Tarnel jagen. Oder jeder Cliff, den ich mache, hat einen Macholo. Kann ich Macholo jagen. Aber an diesen ganzen, ah, oh, da ist ein Rüpel, mal gucken, welchen Satz hat er. Dieser Satz, da könnten auch drei, vier verschiedene drin sein. Das ist halt wieder komplizierter. Das steht leider also nicht da, was die Rocket-Bosse für Pokémon kriegen. Es steht aber da, was generell für Pokémon dann im Umlauf sind. Und zwar kommt Crypto Raupi dazu. Nein, mach's nicht. Ja, Raupi ist. nee. Ich brauche welche, die man erlösen kann zu einem Hunderter, die auch eine Mega-Entwicklung haben. Und Raupi zählt leider nicht dazu, aber so ein stinkendes Raupi, das kann man sich ja mal aufbewahren. Kryptomenki, kryptokiesling kryptotoxipet Kiesling, kryptoschnuthelm Krypto Krypto also irgendwie passt das alles zusammen. Toxipet, Laukaps, Schnuthelm, ist alles hässlich. Kiesling ist noch irgendwo cool, muss ich sagen. Menki, ja, das hat ja mit Epitaph nochmal jetzt so eine so weitere Entwicklung dazu. Ein Geist, ein stinkender Geist. Das, das wäre vielleicht interessant, eine Epitaph armee ranzüchten aus äh, Kryptos. Und Raupi bleibt halt Raupi. Du willst kein Smetbo, du willst halt einen Raupi. So, was ist euer Liebling davon? Ich glaube, Menki ist für mich in dem Pool das interessanteste Pokémon. Es gibt natürlich aber auch Krypto Raids, Stufe 1. Krypto Marollo, Krypto Slimer, Krypto Owei, Krypto Mogelbaum. Marollo, ja, wäre gut, aber konnte man ja auch so die ganze Zeit immer jagen. Ist jetzt nicht wirklich neu. Stufe 3 habt ihr dann Pinsir, Zobiris, Flunkiefer. Die sind interessant, weil das sind alles Pokémon, die eine Mega-Entwicklung haben. Flunkiefer. Aber da habe ich schon ein erlöstes 100er. Da brauche ich nur ein paar Bonbons, aber die erlaufe ich ja die ganze Zeit. Krypto Zobiris. Äh, es kommt ja Mega-Zobiris in die Raids im Oktober. Jetzt könnte man sich da vielleicht ein gutes Exemplar sichern, erlösen, Mega-Entwicklung draus machen, aber eigentlich. Kannst auch ein schlechtes Mega-Entwicklung machen und nutzen, weil das ist ja dann eh zum bung bong boosten nur von anderen. so Pires ist jetzt nichts, was du für Raids nimmst, unbedingt. Krypto Und das haben wir noch nicht als Mega-Entwicklung drin. Wenn das kommt, da ein 100 Erlösen hochziehen. Ich glaube, Pinsia ist auf jeden Fall cool. Jetzt sagt ihr, Herr gab gab's doch schon, und ich sage, das habe ich verdrängt. Also gab es das schon, gab es das nicht. Ich dachte, Mega Megapinsia war noch nicht drin, aber das sieht cool aus. Und das ist bestimmt dann ein nützlicher Käferangreifer. Belohnungen für Feldforschungen. Ihr könnt wieder hier Feldforschungsaufgaben lösen. Da gibt es mysteriöse Teile, damit man weniger Rübel besiegen muss. Meistens heißt, besieg 100 Rübel, dann kriegst du einen Teil. Da hast du trotzdem aber schon 100 Teile, also hast du dann 101 Teile. Es gibt Ladetms, es gibt Sofort-TMs. Wir werden wieder Pokémon Showcases haben, also immer von Samstag auf Sonntag. Und dann von Montag auf Mittwoch in der Season war ja so. Es gibt im Webstore wieder ein super Angebot, was ihr euch angucken könnt, wenn ihr im Webstore unterwegs seid. Und eine Eventbox, die ich mir auch wieder nicht holen würde. Brutmaschine. <lacht> Hä? <lacht> Für 300 Poge-Münzen erhaltet ihr eine Brutmaschine? Eine Brutmaschine? Ein Rocketradar, Pass auf, und eine Brutmaschine? Nee, ein Premium-Kampfpass. Für mich wäre nur der Kampfpass interessant und 300 für einen Kampfpass ist nichts, also brauche ich andere Boxen. So, es gibt kein zusätzliches Ticket, weder in der Gala-Expedition, in dem Event, noch in der Gala-Expeditionsübernahme, was ich gut finde. Also glaube ich zumindest, dass es keins gab. Jetzt. In dem Event, was heute gestartet ist, gibt es, glaube ich, auch kein Ticket. Das heißt, es wird ruhig. Aber ich habe ja eh zu tun. Raid am Mittwoch muss kommen. Ich will endlich mal mein Mewtwo-Video rausbringen. Ich will endlich mein Needle-Video rausbringen. Ich möchte endlich... Äh, ich muss den Community-Raid rausbringen. Das war News. Die nächsten News kommen auch irgendwann wieder. Was sagt ihr dazu? Habt ihr Bock? Welches der Kryptos ist euer Lieblings-Pokémon? Bei mir ist es Mankey. Und freut ihr euch auf Heatran? Dann schreibt es mal in die Kommentare. Gleichzeitig habe ich auch im Community-Tab, also bei Beiträge jetzt... Die Maskottchen-Wahl für Oktober bereitgestellt, dass ihr wieder abstimmen könnt, welches Kanalmaskottchen im Oktober bitte in die Videos kommen soll. Jetzt momentan ist ja hier noch äh, Sakjan da. Guck, jetzt ist es weg, jetzt ist es da. Hier ist der Sakjan. Ja, ich freue mich so. Der hat ja die Wahl gewonnen für September. Eigentlich, jetzt kommt mal, Center, könnte der da rein. Aber vielleicht wollt ihr eher was Gruseliges im Oktober. Wählt mal. Ich glaube, mein Highlight oder mein. Was ich cool finden würde, wäre Mega Zobiris mit seinem riesen Klunger. der passt glaube ich dazu und sieht irgendwie am creepigsten und gruseligsten aus, aber wählt ihr mal das, was ihr wollt. Peace out, Vorhaut, euer Ramse.